Jim Clark gilt bis heute als einer der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Tragischerweise verstarb er am 7. April 1968 in Hockenheim nach einem Rennunfall. Mit 25 Siegen aus nur 72 Rennteilnahmen in der Formel 1 zählt Jim Clark bis heute zu den erfolgreichsten Fahrern aller Zeiten. Er belegt noch immer den 9. Platz in der ewigen Siegerliste. Jim Clark war allerdings auch erfolgreich in der IndyCar-Serie. Er fuhr Sportwagen, er fuhr Tourenwagen. Und wir fragen uns, was waren seine 10 besten Rennen überhaupt? Die Antwort: jetzt. Platz 10, der Südafrika Grand Prix 1961. Stirling Moss war der bestimmende Fahrer in diesem Jahr, aber Jim Clark lief ihm allmählich den Rang ab, so auch im Südafrika-Rennen in East London. Clark verwendete den Lotus 21 und stellte das Fahrzeug auf die Pole Position. Am Start ging er sofort in Führung, aber Moss setzte sich bald darauf auf den 2. Platz und übernahm die Spitze, als Clark einem drehenden Fahrzeug ausweichen musste. Dann aber holte Clark auf, obwohl er mit einem defekten Getriebe kämpfte. Er fuhr schneller als bei seiner Pole-Runde und übernahm wieder die Führung und gewann vor Moss. Platz 9, der Australien Grand Prix 1968. Es ging um alles für Clark in der Tasman Series in Sandown Park. Clark führte in der Gesamtwertung um gerade mal 3 Punkte vor Ferrari-Pilot Chris Amon. Im Rennen zuvor in Wigram hatte Clark dem neuen Goldleaf Lotus Team seinen ersten Sieg beschert. Clark hatte für 5 Rennen in Folge den gleichen Cosworth-Motor verwendet und schaffte im Qualifying nur Platz 3 hinter Jack Brabham und Chris Amon. Die Top 5 in diesem sehr engen Feld lagen nur durch 0,6 Sekunden getrennt. Clark gewann den Start, stand dann aber sofort unter Druck von Amon. Brabham war für kurze Zeit ebenfalls in das Spitzenduell involviert, aber Clark stand weiter am meisten unter Druck. Clark lieferte sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Duell mit Amon, das auf dem Zielstrich nur durch 0,1 Sekunden zugunsten von Clark entschieden wurde. Clark hatte über eine Stunde lang unheimlich starkem Druck widerstanden und sich so den Sieg in der Tasman Series erkämpft. Platz 8, der Frankreich Grand Prix 1963. Bis heute hält Clark den Rekord für die meisten Grand Slams in der Formel 1. Pole Position, schnellste Runde, alle Führungsrunden und der Sieg im Rennen. 1963 in Reims hat das Clark zum 3. Mal in seiner Karriere geschafft. Aber ein Spaziergang war das Rennen nicht. Clark hatte sich im Lotus 25 zwar die Pole Position gesichert und hatte sich früh vom Feld abgesetzt, er führte schon mit deutlichem Vorsprung, dann aber setzten Fehlzündungen an seinem Motor ein. Ein Regenschauer verhalf Clark daraufhin, seinen Vorsprung weiter auszubauen. Doch es blieb schwierig für Clark, denn seine Reifen bestritten bereits das 4. Rennen und hatten Probleme, das Regenwasser zu verdrängen. Später stellte sich heraus, 2 Ventilfedern am Motor von Clark waren gebrochen. Clark gewann das Rennen dennoch mit 1 Minute Vorsprung. Platz 7, das Aintree 200 1963. Clark stand im Lotus 25 auf der Pole Position, doch am Start versagte die Batterie in seinem Fahrzeug. Das Auto setzte sich schließlich in Gang, lief aber nicht rund. Deswegen übernahm Clark das Auto seines Teamkollegen Trevor Taylor. Taylor hatte sich für Platz 6 qualifiziert und übernahm seinerzeit das Schwesterauto von Clark. Er belegte damit den 7. Rang. Doch Clark zeigte eine beeindruckende Aufholjagd. Mit einem Rückstand von 1 Minute und 38 Sekunden auf den Spitzenreiter Graham Hill kehrte er ins Rennen zurück. Am Ende betrug sein Rückstand auf den siegreichen BRM-Fahrer nur 28,6 Sekunden. Clark hatte den Rundenrekord um sage und schreibe 3,2 Sekunden unterboten. In seiner Autobiografie schrieb Clark später: "Es war ein großartiges Rennen, in dem ich aufholen und den Rundenrekord unterbieten konnte. Dieses Rennen hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Mehr als viele andere Grand Prix, die ich in diesem Jahr gefahren bin." Platz 6, der britische Grand Prix 1965. Clark ging immer besonders sanft mit seinem Material um. Das kam ihm bei Lotus entgegen, denn die Fahrzeuge waren schnell, aber defektanfällig.
In Silverstone führte Clark im Lotus 33 schon nach der ersten Rennrunde und es schien alles auf einen Spaziergang für ihn hinzudeuten. Er lag schon 36 Sekunden in Führung, als plötzlich Fehlzündungen einsetzten. Der Öldruck an seinem Fahrzeug fiel. Graham Hill holte auf, aber auch er bekam Schwierigkeiten mit seinem Fahrzeug. Bei ihm waren es die Bremsen. Clark kontrollierte das Rennen dennoch von der Spitze aus, nahm bewusst Tempo raus, aber hielt Hill trotzdem auf Distanz und gewann das Rennen am Ende um 3,2 Sekunden vor seinem britischen Landsmann. Platz 5. Das Indianapolis 500 1965. Clark hätte 1963 beinahe sein Indianapolis-Debüt gewonnen. Auch dieses Rennen war ein Kandidat auf unser Top-10-Ranking. Doch zwei Jahre später gewann Jim Clark tatsächlich im Nudeltopf von Indianapolis und dieses Rennen bezeichnete er später als perfekt. Im Lotus Ford 38 war Clark eine Klasse für sich. Er hatte seinen Teamkollegen Dan Gurney gut im Griff und führte das Rennen schon in Runde 1 an. Nur kurz ging AJ Foyt im Lotus 34 an seinem Markenkollegen vorbei. Dann stellte Clark die alte Hackordnung wieder her. Der Brite dominierte anschließend den US-amerikanischen Rennklassiker und gewann. Panelli Jones auf Platz 2 bekam am Ende Probleme mit der Benzinzufuhr. Und so hatte Clark im Ziel einen Vorsprung von fast 2 Minuten. Ganz nebenbei stellte Clark noch einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Er war der erste Siegfahrer mit einem Schnitt von über 150 Meilen pro Stunde. Platz 4, der Italien Grand Prix 1967. Für viele Beobachter ist dieses Rennen Clarks bester Auftritt in der Formel 1 und vielleicht die beste Formel 1 Fahrerleistung aller Zeiten. Clark hatte im Lotus 49 die Pole Position herausgefahren und kämpfte im Rennen mit Graham Hill, Denny Hulme und Jack Brabham. Dann, in Runde 13, kam er mit einem Reifenschaden an die Box. Er verlor über eine Runde auf den Führenden. Doch Clark gab nicht auf und holte die Spitze sogar wieder ein. Als sein Teamkollege Hill 10 Runden vor Schluss aufgeben musste, roch Clark seine Siegchance. Er ging am führenden Brabham vorbei und schien auf Kurs zu einem erstaunlichen Sieg zu sein, als sein Lotus plötzlich Benzinprobleme entwickelte. Wenige Kilometer vor dem Ziel fiel Clark noch auf den dritten Rang zurück. Es war sicherlich eine herausragende Fahrerleistung von Clark, aber weshalb ist dieses Rennen dann nicht unsere Nummer 1? Zum einen, der Lotus 49 war deutlich besser als alles andere in der Saison 1967. Es war wahrscheinlich das dominanteste Fahrzeug der 60er Jahre. Und es ist bis heute das 10. dominanteste Fahrzeug in der Geschichte der Formel 1 Weltmeisterschaft. In Monza konnten es nur die Brabham-Boliden mit den Lotus-Fahrzeugen aufnehmen. Graham Hill, sonst meist der langsamere Lotus-Pilot, hielt in Monza gut mit Teamleader Jim Clark mit. Es gelang Clark also nicht, an diesem Tag seine fahrerische Überlegenheit zu demonstrieren. Zumindest nicht im Vergleich zu Teamkollege Hill. Clark selbst fragte sich stets, warum viele Beobachter das Monza-Rennen so begeistert hatte. Das bestätigt der Journalist Gerard Krombeck in Jim Clark – Portrait of a Great Driver von Graham Gold. So oder so, das Monza-Rennen 1967 spricht Bände für die Entschlossenheit von Jim Clark. Es zeigt aber auch, der Lotus 49 hatte entscheidenden Anteil am Erfolg von Jim Clark. Platz 3, der Niederlande Grand Prix 1966. Im Team von Colin Chapman hatte Jim Clark meist sehr konkurrenzfähiges Material zur Verfügung. Doch nach dem Wechsel auf das 3-Liter Reglement hatte Lotus 1966 einen Nachteil. Clark wechselte in diesem Jahr zwischen Climax und BRM Motoren hin und her. Er siegte zwar beim US Grand Prix, aber nur, weil die Konkurrenz in Pech geraten war. Beim Niederlande Grand Prix lief es dagegen anders.
Im Lotus 33 nahm es Clark mit dem deutlich stärkeren Brabham Repco von Jack Brabham auf. Brabham gelang es nicht, Lotus-Fahrer Clark zu distanzieren, obwohl er einen Motorenvorteil hatte. In Runde 27 ging Clark in der Tarzan-Bocht zum Überholmanöver über und zog sofort davon. Zwischendurch hatte Clark 10 Sekunden Vorsprung auf Brabham, der dann aber wieder aufschloss. In Runde 46 übernahm Brabham erneut die Führung. Clark musste an die Box, weil Rauch aus seinem Fahrzeug strömte. Clark schaffte es am Ende noch auf Position 3 ins Ziel. Der Sieg aber war futsch. Platz 2. Der Belgien Grand Prix 1963. Jim Clark war ein ausgemachter Spezialist für regnerische Bedingungen. Doch nach diversen schweren Unfällen in den vergangenen Rennen in Spa kam er nur ungern an die 14 Kilometer lange Rennstrecke. Dennoch, Spa war ein gutes Pflaster für Clark, er gewann dort 4 Rennen. Seinen zweiten dieser 4 Siege erzielte er 1963 im Lotus 25 und obwohl er sich zunächst nur für den 8. Platz qualifiziert hatte. Ihm gelang ein herausragender Start. Schon vor der Eau Rouge hatte Clark die Führung übernommen. Auf feuchter Strecke hatte Clark zunächst nur Graham Hill als einzigen Verfolger. Als dessen Getriebe streikte, setzte sich Clark um über 1,5 Minuten vom Rest des Feldes ab. In Runde 24 setzte heftiger Regen ein. Die Rundenzeiten stiegen von 4 Minuten auf über 6 Minuten an und Clark baute seine Führung immer weiter aus. Teammanager wie Colin Chapman und Tony Rudd baten um einen Abbruch des Rennens, doch dieser Wunsch wurde abgelehnt. Am Ende gewann Jim Clark mit einem Vorsprung von 4 Minuten und 54 Sekunden auf den Zweitplatzierten. Und das, obwohl er über weite Strecken des Rennens nur einhändig gefahren war. Clark hatte seinen Ganghebel festhalten müssen. Auf einer der schwierigsten Rennstrecken der Welt. Platz 1. Der Deutschland Grand Prix 1962. Jim Clark selbst hat den Deutschland Grand Prix 1962 als sein bestes Rennen aller Zeiten bezeichnet. Und dabei kam er in diesem Rennen nicht mal auf das Podium. Doch der Nürburgring war die erklärte Lieblingsstrecke von Jim Clark. Beim Start aus der ersten Reihe hinter Dan Gurney und Graham Hill unterlief Jim Clark ein seltener Fehler. Er hatte vergessen, die Benzinpumpen zu aktivieren und wurde deshalb von einem Großteil des Feldes überholt. Auf nasser Strecke und unter schwierigen Bedingungen startete er eine seiner berühmten Aufholjagden. Wieder einmal ging er voll ans Limit. Zwischenzeitlich kam Clark bis auf 14 Sekunden an den Spitzenreiter Graham Hill heran. Dann aber gab es Probleme mit dem Benzinsystem seines Fahrzeugs und Clark musste Tempo rausnehmen. Am Ende belegte Clark mit knapp 40 Sekunden Rückstand Platz 4. Dazu sagte Gerald Crombach im angesprochenen Buch: Für Jimmy war das beste Rennen seiner Karriere. Es war wahrscheinlich das einzige Mal, dass er absolut perfekt fuhr. Und das genügt uns als Begründung.